Also, der Weihnachtsmann, der braucht ja einfach mal was zum Abschalten, Erholung. Was? Mehr nicht? Oh, Ottilie. Oh, gut, dass ich dich habe. Gut, dass du hier bist. Oh. Nur Erholung? Ja. Und deshalb hat er einen ruhigen Ort gesucht, die Osterinseln. Ach, Ottilie, du bist ein Schatz. Dankeschön. Und morgen will er wieder zurück zum Nordpol. Also das Weihnachtsfest ist gerettet. Oh, Ottilie, weißt du was? Dafür kriegst du einen Kuss von mir. Das hast du ja noch nie gemacht. Ja, ich hatte ja auch noch nie den Grund dazu, ne? Einen Grund dazu. Ja, aber wenn jetzt alles gut ist, dann könnten wir doch eigentlich jetzt Ferien machen, oder? Fast. Wieso? Ja, du musst den Weihnachtsmann doch bestimmt noch wieder zurückbringen zum Nordpol. Als Gentleman. Ach ja, das stimmt. Aber den heutigen Tag genießen wir erstmal. Mann, oh Mann, oh Mann, das ging aber schneller als mit meinem Boot, was? Boah, und dann ist er wieder so kalt. Gesundheit, lieber Hoppel. Ja, danke, dass ich bei dir und Ottilie für ein paar Stunden bzw. für den gestrigen Tag unterkommen durfte. Es hat mir sehr gut bei euch gefallen und ich denke mir mal, das nächste Mal, wenn ich wieder Erholung brauche, komme ich auch zu euch. Oh ja, da freuen wir uns. Ja. Ach ja, und jetzt ruft das Weihnachtsgeschäft. Ich hoffe, ich habe euch und besonders dir nicht zu viel Kummer und Sorgen bereitet. Und naja, es ist ja noch mal alles gut gegangen, nicht wahr? Hauptsache, die Kinder kriegen ihre Geschenke zu Weihnachten rechtzeitig. Ja, das denke ich auch. Und nein, bei mir, da war alles okay. Hat mir auch Spaß gemacht, dich zu suchen. Ja. Naja, jedenfalls danke nochmal für alles. Du bist ein wahrer Freund. Erst in der Not erkennt man, wer die wahren Freunde sind. Ja, das ist wohl wahr. Ach, und bevor du gehst, könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ja, welchen? Und wenn du gleich noch so lieb wärst und würdest mich wieder zurückzaubern zur Osterinsel, weil ich hab ja mein Brötchen nicht mit. Ach so, ja, natürlich. Also dann erstmal vielen lieben Dank und bis bald. Das wäre auch geschafft. Dank meinem Weihnachtssack. Ja, was wäre ich bloß ohne ihn? Ach, schau mal an, der Fritz. Hallo Fritz. Hallo Weihnachtsmann! Mensch, das ist ja schön, dass du wieder da bist. Es tut mir auch so leid wegen dem Streit. Ach, schon vergessen. Aber nur, wenn du mir auch verzeihst. Ich hab ja auch meine Fehler da gemacht. Und ja. Und jetzt ist alles wieder gut, ja? Juhu, juhu, juhu. Dann kann Weihnachten ja kommen, nicht wahr? Also dann auf und ab an die Arbeit. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Aber ihr habt mich ja gut vertreten. Oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten, während ich weg war? Nö, so eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem gut, dass du wieder hier bist. Hier, wo du hingehörst. Ja. Na dann komm, dann wollen wir mal rüber zu den anderen Wichteln gehen. Ja, so begab es sich. Das war's dann also. Die dritte und vorerst letzte Geschichte von Hoppel und Ottilie. Wer weiß, vielleicht wird es eines Tages auch mit den beiden weitergehen. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss, auf Wiedersehen und alles Gute.
Und natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue kommende Jahr. Also dann, tschüss. Benedikt, Benedikt, wach auf, der Nikolaus war da, Benedikt, die Schuhe sind bis zum Rand voll. Was? Der Nikolaus war da? Naja, das muss dann wohl ein triftiger Grund sein, mal aufzustehen. Ganz genau. Und nachzuschauen, was in den Schuhen ist. Oh, Orangen, Nüsse, Schokolade. Oh, komm, schnell. Der Gottfried, der muss auch noch raus. Schnell. Was? Was muss ich? Ach so, der Nikolaus war da. Ja, dann mal schnell. Ja, ich bin auch gespannt, was der mir in die Schuhe gepackt hat. Ja, vielleicht Schuhcreme, damit die Schuhe nächstes Jahr noch sauberer sind. Na los, komm, Benedikt, du alter Ganove. Dann wollen wir doch mal schauen.